Hallo liebe Campingfreunde, wir sind's wieder von P-Konzept aus Lagesbüttel. Heute möchten wir euch die brandneue Baureihe Nexovan von Bürstner vorstellen. Die ersten Fahrzeuge haben wir schon bei uns stehen. Wir werden euch zeigen, was so besonders ist an den Fahrzeugen und warum sie gerade für Einsteiger gut geeignet sind. Als Beispiel von innen zeigen wir euch den Grundriss 569. Warum? Weil das der Grundriss mit dem immer wieder beliebter werdenden französischen Bett ist. Kommt einfach mal mit rein, ich erzähle euch mehr darüber. Mit der Baureihe Nexovan hat Bürstner wieder ein günstiges Einstiegsfahrzeug in der schmalen Variante rausgebracht. Der Einstiegspreis beträgt gerade mal 45.990 Euro. Wir zeigen euch die Nexovans bei uns auf dem Gelände in vier verschiedenen Grundrissvarianten. Einmal den 569 französisch Bett, den 590 mit Querbett, den 620 und den 690, beides längs Einzelbettenfahrzeuge, nur in unterschiedlichen Längen. Das Erste, was auffällt, wenn man ins Fahrzeug kommt, ist, dass das Dekor ein ganz neues ist. Die Fahrzeuge wirken deutlich heller, als sie es früher gewesen sind und damit auch um Längen freundlicher. Als Polster habt ihr die Wahl zwischen Amaro, Pacific und Kaluna. Die Nexovans sind nur 2,20 Meter breit und damit ein bisschen schmaler als normale Wohnmobile. Heißt, sie sind ein bisschen kompakter und dadurch auch wendiger. Im 569 fällt vor allem das französische Bett auf. Durch die niedrige Anordnung hat man ein unglaubliches Raumgefühl. Darunter hat man natürlich trotzdem noch jede Menge Stauraum. Den Stauraum unterm Bett erreicht ihr natürlich auch über eine Klappe von außen. Stauraum ist ein gutes Stichwort. Wir haben jede Menge Schränke, in die ihr euer ganzes Gepäck einräumen könnt. Also im Bad hat man auf jeden Fall ausreichend Platz, selbst mit dicker Winterjacke. Schaut mal rein. Das Waschbecken ist abschwenkbar. Dazu eine schöne große Duschkabine ohne störenden Radkastenabsatz. Im Küchenblock haben wir auf jeden Fall genügend Arbeitsfläche, um uns was zu essen zu machen, mit einem klassischen Zweiflammkocher, der eigentlich immer ausreicht. Beim Dreiflammkocher weiß ich nie, wofür das dritte Kochfeld sein soll, passt eh nichts drauf. Dem Waschbecken, zwei großen Schränken oberhalb und ausreichend Stauraum und den Kühlschrank unter dem Küchenblock. Die Nexovans sind natürlich wie alle Bürstner von Haus aus schon alle mit GFK-Dach und Boden ausgestattet. Um das perfekt ausgestattete Fahrzeug zu haben, braucht ihr eigentlich nur das Komfortpaket, Markise und Fahrradträger noch dazu. Das Komfortpaket beinhaltet Radiovorbereitung, die Dachhaube im Wohnbereich, Rahmenfenster, indirekte Beleuchtung, Zentralverriegelung für die Aufbautür, die elektrische Einstiegsstufe, Fenster- und Fliegenschutz für die Tür, Beifahrer-Airbag, Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat, intelligente Traction Control, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus sowie eine 230-Volt-Steckdose in der Garage. Bei den Grundrissen mit dem Querbett bzw. den Längseinzelbetten kommt noch die zweite Garagenklappe dazu. Ansonsten hat man noch die Wahl, optional noch dazu das Sicherheits-, Interieur- oder Winterpaket dazu zu wählen. Unsere Fahrzeuge verfügen, wie gesagt, über das Komfortpaket und haben bereits Markise und Fahrradträger an Bord. Warum? Weil ihr alle diese Fahrzeuge brandneu bereits im Jahr 2021 bei uns probewohnen könnt. Wir haben alle Grundrisse bei uns in der Vermietung, sodass ihr den Nexovan in vier Grundrissvarianten ausführlich testen könnt, um euch dann zu entscheiden, welche Variante euch am besten gefällt. Wir hoffen, wir konnten euch einen ersten kleinen Eindruck über die neuen Nexovans von Bürstner vermitteln. Wenn ihr sie genauer kennenlernen wollt oder auch Interesse an der Miete fürs nächste Jahr habt, kommt einfach bei uns in Lagesbüttel vorbei. Alle Infos findet ihr wie immer auch unter p-konzept.com. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch bis dahin alles Gute, euer Team von P-Konzept.